Liebe Bundeskunsthalle, von Nachbar zu Nachbarn gratuliere ich ganz herzlich zu 25 Jahren Bundeskunsthalle. Freue mich sehr über diese Nachbarschaft zu einem Haus, das mich deswegen auch so sehr fasziniert, weil es ein wirklich unglaublich breites Panorama an Themen, an Ausstellungen glaubwürdig miteinander verbinden kann. Es gibt nichts, was nicht in der Bundeskunsthalle Platz fände. Und so muss es ja auch für eine der großen Bundeseinrichtungen sein, mit denen unsere Kulturnation so deutlich beweist, wozu Deutschland kulturell fähig ist. Herzlichen Glückwunsch nochmal ad multos annos und auf gute Nachbarschaft weiterhin. Liebe Bundeskunsthalle, alles Gute zum Geburtstag, auch von Seiten des Generalanzeigers. Wir begleiten seit 25 Jahren, was ihr so macht. Und es waren spannende Jahre, aufregende Jahre. Mach es gut, es ist schön, dass es dich gibt. Ja, der Bundeskunsthalle einen herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen Bestehen. Die Kunst- und Ausstellungshalle ist inzwischen eine der großen Spielerinnen in Deutschland im Ausstellungswesen, eine der großen Player national und international. Ich hoffe, dass wir weiterhin eine so gute Kooperation haben und wünsche der Bundeskunsthalle eine weitere tolle Zukunft in den nächsten 25, 50 und 75 Jahren. Herzlichen Glückwunsch der Institution Bundeskunsthalle zum 25. Und gleichermaßen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier zum 25. eine so große Show haben kann. Und besonders bin ich froh, weil ich vor 34 Jahren die Idee zur Gründung dieser Bundeskunsthalle unterstützen konnte mit der Arbeit Bombensicher Bundeskunsthalle Bonn. Meine allerbesten Zukunftswünsche und auf die nächsten mindestens 100 Jahre. Ja, ich gratuliere der Bundeskunsthalle zum Geburtstag. Wir waren da drin wegen dem Touchdown-Projekt. Wir haben eine Touchdown-Ausstellung da gehabt. Macht weiter so. Ich gratuliere der Bundeskunsthalle für 25 fantastische Jahre, unendlich viele tolle und unvergessliche Ausstellungen. Interessant, wir haben viel gelernt. Wir sagen weiter so. Liebe Bundeskunsthalle, ich habe mir einmal deinen Geburtstag genauer angeschaut, also den Tag, an dem sich deine Pforten für die Öffentlichkeit geöffnet haben. Es war ja ein 19. Juni, immerhin ein Sommertag, im Jahre 1992. Damals gab es allerdings nicht nur eine Wolke, sondern viele Wolken. Es war ein durch die Bank bewölkter Tag. Die Höchsttemperatur lag an diesem 19. Juni bei gerade einmal 15 Grad und ab 20 Uhr gab es Dauerregen. Es schüttete die ganze Nacht durch. Viele Menschen würden sagen, was für ein schreckliches Wetter. Ich kann nur sagen, für ein Museum gibt es doch nichts Schöneres. Ich wünsche dir auch für die nächsten 25 Jahre viele solcher Museumswettertage.